Hotel am Platz. Magda, den Stuhl her schnell.
Behaglich und hysteriell. Schnell, Magda, heißes Wasser. Die Dämpfe lösen Krämpfe. Reib die Nase mit Wodka ein. Mit Schweineschmalz, mit Senfmittel. Mit Knoblauch, 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 Knoblauch. Wo bleibt das heiße Wasser?
was soll der Vater drum dagegen? Wenn das Weib in seinem Kind erwacht, er bemerkt es, was an ihr dran ist, und versteckt sie oder sperrt sie ein. Denn er weiß, weil er selbst ein Mann ist, jeder Mann ist irgendwie ein Schwein. Schlaf, mein Buschel, Schätzchen. Träum, mein Buschel, Kätzchen. Niemand darf dich wecken, niemand dich entdecken. Dir wird schaden, mir wird schaden, uns wird schaden. Bleib bei Papa. Dass ein geiler Lüstling sie befindet, weckt das Tier in dir. Drum, bevor sie so ein Lüstling küsst, schwing ich den Hammer und blockier die Tür. Dann erst kann ich bis zum Schlafen liegen und mach trotzdem kaum ein Auge zu. Meine schöne Tochter ist ein Segen, doch die Angst um sie raubt mir die Ruhe.
hast Sehnsucht nach mir. Nun freu dich, uns beide trennt nur noch ein winziges Stück. Wenn ich dich rufe, hätte ich nichts mehr zurück, getrieben von Träumen und hungrig nach Glück. Gott ist tot, nach ihm wird nicht mehr gesucht, wir sind so Leben verflucht, es zieht uns näher zur Sonne, doch wir fürchten das Licht. Wir glauben nur Lügen, verachten Verzicht. Was wir nicht hassen, das lieben ich rette, geht zugrund. Was ich sehne, muss verderben. Nur mein Gift macht dich gesund. Um zu leben, musst du sterben. Schwebt mit mir in den Abgrund der Nacht und verlier dich in mir. Wir werden bis zum Ende jeder Ewigkeit gehen. Ich fühl dich an in meinem Schatten. Who are you?
Nicht tropfend. Meine Empfehlung an Ihre Exzellenz. Erinnern Sie ihn gelegentlich an die offenen Rechnungen. Wie schade, dass der Herr schon ging. Wer ist das denn gewesen? Ein Krüppel. Doch Sie fürchten ihn. Das Rätsel will ich lösen. Logik, Logik, zur Wahrheit führt nur Logik. Wovor diese Angst? Vor wem? Warum? Woher kam der Mann? Was macht euch um? Und wer von euch war so uns gemein und schlug für euch nach? Für mich zählen nur die Fakten, niemand kann mich irreführen, denn ich trau nur dem Exakten, ich suche Wahrheit, und Wahrheit will immer Klarheit. Mein Verstand ist unbestechlich, ich studiere das Positive, ich bin niemals oberflächlich, ich sehe immer in die Tiefe, denn die Wahrheit will immer Klarheit. Mein Wissensdrang kommt nicht zur Ruhe, solange noch Zweifel lagen. Ich lasse kein Geheimnis zu, ich hör nicht auf zu fragen. Wie und was und wer und wo und wann? Wie und was und wer und wo und? Das ist gleich für der Tattenmusik begann. Dies erreicht, wenn man so nicht vergessen kann. Es muss sich keiner hat Jahren und Lagen, außer an diese stumme Frage. Es wird mir was verschwiegen, versuche ich mit aller Macht die Wahrheit rauszukriegen. Schon in der Wiege fing ich an, mein Spielzeug aufzubiegen. Im ungestümen Wissensdrang zerlegte ich sogar die Kuckucksuhr. Ob Osterhass, ob Nikolaus, ich ließ mich nicht betrügen. In der Schule fand ich schnell heraus, dass alle Lehrer lügen. Keine Antwort, die sie gaben, konnte jemals mehr genügen. Denn in Büchern eingegraben, studierte ich die Rätsel der Natur. Ich glaube, die Vernunft, sie wird am Ende triumphieren. Und man kommt die Professoren zu, man wissen ignorieren. Denn ich hatte Emotionen, niemand kann mich provozieren. Ohne jemals mich zu schonen, bleibe ich der Wahrheit immer auf der Spur. Mein Verstand ist unbestätigt, ich studiere das Positive. Ich bin niemals überflüchtig, ich sehe immer in die Tiefe. Denn ich sammle die Beweise und bewerte die Motive. Ja, ich liebe mir der Weise und der Konstrukt der menschlichen Kultur. Yeah.
meinst, dein Vater sperrt dich in ein Zimmer ein. Allerdings, obwohl ich fast schon 18 bin. Ein Schwamm. Doch ich geb dir, was dir fehlt, eine Rache.
gehorchen, Lehrer! Leute, was machst du? Das war nicht verflucht! Er ist dir jetzt ein Rat! Dabei, darum sollten Sie sich fragen. Ich bin alt genug und hab
Keine Herzen brach wie du.
Ach, mein Lamm, ich hab dich verloren. Davon findest du jetzt endlich you.
schlägst du zu? Auf drei. Gut. Und wo liegt das Herz? Zwischen der sechsten und der siebenten? Rippe! Richtig, komm. Denn wer sich aus freien Stücken zu mir gesellt, soll antworten.
Sohn mit Exzellenz, wir sind rein zufällig hier vorbeigekommen und wollten nur eben einen Blick auf Ihr prächtiges Anwesen werfen, ja. Spätes 13. Jahrhundert, wenn ich nicht irre. Ah, ich sehe, ein Mann von Bildung. Mit wem habe ich das Vergnügen? Professor Abronsius aus Königsberg. Der Professor Abronsius. Sie haben von mir gehört. Ich las Ihr Buch, die Fledermaus. Genial, ich war gefangen. Das freut mich, denn bei mir zu Haus werd ich meist überwangen. Logik, Logik, wer mögt nicht schon die Logik? Sie müssen mir Ihr Buch signieren und lange, lange bleiben. Ja, Herr, ich kann auf Ihr studieren und Forschungen betreiben. Wer ist dieser Jüngling? Gewiss ein Student. Alfred, er assistiert mir. Brav, Alfred, Kompliment. Dies ist mein Sohn, Herr, er freut sich bestimmt. Ihr werdet bald Freunde sein. Endlich jemand, der mir die lange
schlimmer Traum. Ein Glück, dass es nicht wahr ist. Das Gute sieg ich zweifel kaum, auch wenn mir noch nicht klar ist, wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Er sprach von ihr, also ist sie hier. Heute oder nie finde ich zu ihr. Alles wird gut, heute ist ein perfekter Tag, an dem man tut, was nur Helden gelingen mag. An einem Tag wie heute geht man durch Feuer, man findet Gold und besiegt ungeheuer. Gott, es scheint mir halb so schwer, noch mutlos machte, denn ich fühle mehr und mehr ihre Nähe, seit ich erwachte. Wie kommt dieses Frühstück her? Oh, kann es sein, dass es Sarah brachte? Jemand kam, oh ja, ich höre. Laster Mistiak, Laster Mistiak, Korsak. Ein weiches Bett, aber Schleim, und schon erfüllt mich wieder Logik, Logik, und Drang zur Pädagogik. Herr Professor, er hat gesagt, das Ziel deiner Sehnsucht ist dir näher als je. Sarah muss irgendwo im Schloss sein. Ganz schön abgebrüht, der Bursche. Ja. Der Graf will uns verknackmeiern. Der Graf? Er hätte beinahe sein Inkognito verraten. Er nannte sich Nachtvogel und nutzlos bei Tag. Bleibt nur noch die Frage, wo ist sein Sarkophag? Sein Sarkophag? Der Sarg, in dem er tagsüber liegt. Sie meinen in einem Grab? Doch nicht in einem Grab, Junge! Ein Grab ruht in einer Gruft! Jedes Schloss hat so eine und wir wollen uns gleich auf die Suche danach machen! Bis gleich! Na, selbstverständlich gleich! Der Tag ist doch wie geschaffen zum Luftsuchen! Alles ist gut, heute ist ein perfekter Tag! An dem man tut, was nur Helden gelingen mag! An einem Tag wie heute geht man durch Feuer! Man findet Gold und besiegt ungeheuer! Runter!
runter. Willst du, dass der Bucklige uns hört? Still da unten! Achtung, jetzt komme ich. Was? Das wird so hoch im Moment so leicht! Oh. Ich hänge fest. Ja, Lasso, hilf mir doch, Junge. Ja. Aber doch nicht so. So geht das nicht. Du wirst es alleine machen müssen. Ja, stell dich nicht so an. Du musst ihnen die Herzen durchstoßen. Die Herzen durchstoßen? Aber nein, Herr Professor, bitte, alles aber das kann ich verschlappen. Öffne die Särge. Die Särge? Na, denk an Chakans Tochter. Den Deckel weg! Jeder Mensch ist nur ein Säugetier.
Das, was dir gehört, ist doch keine Laster. Wem man Blut geleckt hat, möchte mehr. Mehr Vergnügen, mehr Volk, mehr Taste. Steht es jeder hinter jedem hier. Wer nicht mehr schließen werden will, der lernt sich durchzuweisen. Wer nicht verschissen werden will, muss andere verscheißen. Darum sah die Mut an, etwas frisches Blut kann dir nicht schaden, mir nicht schaden, sauf die Sack, anstatt zu klagen. Als ich noch lebte, fand ich dich fies. Doch seit du an mir saust, find ich dich weiter süß. Greif doch recht gut mit dir. Der Kraft hat sie nach mir.
mir. Findest du denn nicht mehr nach Haus? Dreh dich jetzt um, ich komm raus. Thank you.
die Revue verliebt. Wie man ein Herz gewinnt. Liebe in dir ist und klingt aus dir Musik. Wenn dein Moment hier ist, dann spricht für dich dein Blick. Und der Mensch, den du magst, versteht, was du sagst. Wärst du auch still, dein Herz verrät es. Liebe in dir ist, die nicht mehr schweigen will. Zeig einfach ehrlich, was sich in dir versteckt. Dein Wunsch ist gefährlich, wenn ihn die Liebe weckt. Und der Mensch, den du liebst, wird spüren, was du gibst. Und die Sehnsucht nach Glück vereinigt euch. Wenn Liebe in dir ist, dann halt sie nicht zurück. Manchmal sagt ein Kuss mehr als 1000 Worte.
richtige Reflexion. Das ist nicht Ali Boris Theorie. Die Reflexionstheorie habe ich entwickelt. Ali Bori hat sie gestohlen. Ja, aber wir waren beide vor dem Spiegel. Doch, ich habe nur mich selbst gesehen. Von ihm nichts. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Herr Professor, ich bin müde und mir ist kalt. Wir müssen uns da heißt der Orion. Herrlich heißt der bestirnte Himmel über uns, ist doch nur das Universum der Logik in uns. Sind wir hier sicher? Todsicher. Bald werden Sie nur noch in Gruselromanen Ihr Unwesen treiben. Thank you.
endlich Nacht, kein Stern zu sehen. Der Mond versteckt sich und Henning graut vor mir. Kein Licht in Welten mehr, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stille und in mir die Schattenbilder meiner Qual. Oh,
verzeih ich jetzt und hier. Sobald euer nächstes Jahrtausend beginnt, ist der einzige Gott, dem jeder dient.
bist, verlierst du gleich den Verstand. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühl und kein Land. Einmal dachte ich, ich liebe den Wahn. Jetzt zerbricht sie gleich deine totale Finsternis. Wir fallen und nichts, was uns hält.
ist schwach. Ruh dich aus in meinem Arm. Wir ziehen alles gut, wir sind in Sicherheit. Ich bin für dich wach und beschütze dich vor Gespenstern. Unser Traum ist vorbei, der Tag ist nicht mehr weit. Alles wird nun anders sein, nie mehr eingesperrt, niemand mehr allein. Geh, wohin ich mag. Zeigen, was ich fühl. Baden jeden Tag. Angst und Wände werden vorbei sein. Jenseits der Wälder, jenseits der Berge. Alles wird neu. Wir sind Zitternd am Geist und Wissenschaft.